Mein Name ist Bibiana Begler. Soeben komme ich aus dem Studio, wo ich von Diane Eggermann, die Frau des Zoodirektors, eingelesen habe. Ein wunderbares Buch über eine schlimme Zeit, die Vernichtung Warschaus im Dritten Reich. Es handelt über einen Zoodirektor, der Menschen in seinem Zoo versteckt hat. Und das nicht wenig, es waren anscheinend so an die 300 Leute. Und die Menschen hatten Tiernamen, die Tiere Menschennamen, ein heilloses Durcheinander in der Zoovilla. Das Buch ist deshalb interessant, weil es die geschichtliche Zeit an persönliche Geschichten anbindet. Und deshalb macht es Spaß, das zu lesen, und es lässt einen über Zivilcourage nachdenken und über eine Leistung von Leuten, die überlebt haben. Tolles Buch, lesen, wird verfilmt.